Na, schade, Lämmchen. Ja, es ist Kill-Event im Cross-Battle. Ich bin eigentlich gerade arbeiten, aber ich mache gerade eine Pause von anderthalb, zwei Stunden gerade. Ist ja Samstag, muss man sich nicht überschlagen. Zu Hause wartet eh gerade niemand, also von daher alle chic. Ja, meine Rewards mit dem Main-Account habe ich in der Hauptallianz heute schon geholt. Die sind schon erledigt. Stimmt, ich bin ja gerade in meiner Farm drin. Da bin ich Rang 18 aktuell mit 1,75G Punkten. Also alle chic. Aktuell versuche ich jetzt mit meiner Farm. Grüße gehen raus an Kai, der ja vor, ich glaube, 3 Jahren war es aufgehört hat zu spielen. Da hatte ich den Account dann übernommen und als Farm-Allianz genutzt. Ist jetzt wirklich kein Brüller-Account, weil ich ihn ja auch so nicht wirklich aktiv weitergelevelt habe. Aber Shorn ist halt trotzdem noch relativ gut dabei. Ja, trappe jetzt sozusagen meine Farmbase, aber irgendwie will keiner. Und ich habe jetzt wirklich Reinforcements technisch hier nur Schrott drin, also aus meiner kleinen Farm hier. Cecilia mit 170k Macker ist jetzt nicht der Kracher, weil da Technologie 1 Million Suit, na klar, ist da, aber ja, unter Stahlhimmel ist auch nicht wirklich gelevelt. Ja, bei Fuxis Farm weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie Fuxis Schütze wirklich ist, kann ich so nicht sagen. Das einzig wirkliche Starke, was hier überhaupt als Reinforcements drin ist, ist mein Sekundär, also mein zweiter Hero für Schützen mit natürlich Schützenreinforcement und dem Alpha Chained Weapon. Tja. Und wir haben gegen den Start 518 schon mal gespielt. Die wissen eigentlich ganz genau, dass wenn ich halt schreibe hier Free Airborne etc., ihr könnt euch hier Punkte holen, dass das nicht gefaked ist. Aber irgendwie will keiner. Ich hatte vor uns extra hier übers Allianz-Glücksrad. Mal gucken, müssen jetzt ja schon abgelaufen. Hatte ich hier einmal über die Mainbase und über den Farm-Account mir die CSB Cross State Battle Punkte freigeschaltet und hatte gehofft, dass mal einer kommt, dass ich noch das 200er Ticket reinkrachen kann. Aber will nicht. Ja, warum mache ich das auch in der Farm-Allianz? Na, es ist eigentlich relativ simpel. Es geht mir eigentlich gar nicht so sehr um die Rewards, sondern wenn die Truppen, ich stehe ja im Allianz-Territorium, werden ja viele verletzt und dann gehen auch immer viele hier in den Unterschlupf rein. Und wenn ich die dann mit meiner Mainbase heile, bekommst du natürlich entsprechenderweise Unmengen Allianz-Ehre. Und für die Allianz-Ehre kannst du dir dann halt hier im Shop immer schön das erste Hilfeserum holen. Und je mehr du davon in der Mainbase hast, umso mehr Truppen kannst du halt nachher immer wieder zurückholen. Das ist eigentlich der einzigste Grund, warum ich das mache. Naja, und der zweite ist natürlich unterm Strich, dass man dann natürlich auch für die Farm-Allianz noch relativ schnell die Allianz-Rewards holt. Wie ihr seht, ist der vierte Reward, Allianz-Reward ist hier nicht geöffnet. Also gibt es nur 3, also ist halt jetzt nicht so pralle, die Allianz-Rewards aufzumachen, aber es ist ein, ja, was man hat, hat man, was man nicht hat, hat man halt nicht, ne? Ja. Tja, nützt alles nicht, egal was passiert. Spätestens nach dem ersten Angriff geht die Base eh in den Freeport rein, weil wer auch immer sie angreift, der wird natürlich den Großteil der Truppen wegrasieren. Brauche ich mal gar keine Waffel drum machen. Also hier sind 2 Millionen Truppen drin, die getötet werden können. Und keiner will. Und es, wie ihr seht, es ist eigentlich bis auf die Kommandos, habe ich tatsächlich nur Schrott hier drin. Aber keiner will es haben. Verstehe ich nicht. Ist mir unverständlich. Die Leute wissen, wie es geht. Na klar, ist ein Anti-Scout drin. Naja, schickst du halt mal eine Rakete, damit du scouten kannst, damit du weißt, was drin ist. Und im Zweifelsfall, wenn man einfach mal 21 Millionen Kraft auf der Basis sieht, weiß man eigentlich schon, dass da nicht viel Technologie dahinter stecken kann. Dass man im Zweifelsfall mit Samantha oder mit Alien sich hier die Rewards holen kann. Schade, ist halt leider so. Mal gucken, ich werde jetzt gleich weiterarbeiten, nachdem ich das Video hochgeladen habe und
dann hoffen wir mal, dass ich heute Abend reinkomme, die Base weggeportet ist und ja, ich dann hier die Wurz öffnen kann. Schauen wir mal. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wer natürlich nicht spielt am Wochenende, weil er was Besseres tut, nämlich das Real Life genießen, dem wünsche ich natürlich auch sehr, sehr viel Spaß. Ihr macht das natürlich auch richtig. Man sollte ja nicht zu viel Zeit in das Game unbedingt investieren. Denn es ist am Ende ja nur ein Spiel. In diesem Sinne, Jungs, haut drinne.